Das Thema, über das ich heute Abend sprechen werde, heißt Wesen und Wirken des Heiligen Geistes. Es ist so, dass ich gesehen habe, dass viele über den Heiligen Geist doch recht viel wissen, aber irgendwo bleiben doch einige Unklarheiten. Und deshalb habe ich mich entschieden, einmal ganz gründlich über den Heiligen Geist zu reden. Es ist so, dass recht viele Bibelstellen gelesen werden sollten und ich habe Matthias Kradolfer gebeten, dass er das macht zwischendurch, dass ich nicht ständig am Blättern bin. Zunächst einmal das Wesen des Heiligen Geistes. Heute wird der Heilige Geist vor allem als eine Kraft gesehen. Und immer wieder wird von der Kraft des Geistes gesprochen. Aber zunächst einmal gilt es zu beachten, dass der Heilige Geist Gott ist. Und dazu hören wir die Bibelstelle aus Matthäus 3, die Verse 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier haben wir also Jesus, der aus dem Wasser heraufsteigt, wie eine Taube der Heilige Geist, der herabkommt, und Gott Vater, der spricht. Der dreieine Gott, Sohn, Heiliger Geist, Gott Vater. Und dass der Heilige Geist Gott ist, wird an vielen Bibelstellen bezeugt in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel wird in 1. Korinther 2, 10 und 11 von der Allwissenheit des Heiligen Geistes gesprochen. Und in Zacharia 4, Vers 6 von seiner Allmacht. Und in Psalm 139, ab Vers 7 von seiner Allgegenwart. Typisch Zeichen eines Gottes. Er ist allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Und zugleich ist er wie Gott Vater, Gott Sohn auch eine Person. Der Heilige Geist spricht, der Heilige Geist will, der Heilige Geist führt, der Heilige Geist hat Mitgefühl. All das sind Bibelstellen, die ich jetzt aufzeigen könnte. Der Heilige Geist ist also die dritte Person des dreieinen Gottes. Und nun das Kommen des Heiligen Geistes. Im Alten Testament wurde ganz klar gesagt, dass der Heilige Geist einmal auf diese Erde kommen wird. Und vor allem steht das in Joel 3, 1 bis 5. Wir hören diese Bibelstelle. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Hier sehen wir, es wird gesagt, der Heilige Geist wird auf diese Erde kommen. Und das Besondere, der Heilige Geist wird nicht einfach auf diese Erde kommen, sondern in Menschen Wohnung nehmen. Das ist das Besondere. Er wird also in Menschen Wohnung nehmen. Und Jesus Christus ging davon aus, als er auf dieser Erde war, dass der Heilige Geist noch nicht anwesend war auf dieser Erde. Deshalb hat er gesagt, wenn ich zurückkehre in den Himmel zu meinem Vater, werde ich und der Vater gemeinsam den Heiligen Geist auf diese Erde senden. So steht es in Johannes 16, Vers 7. Und dann an Pfingsten kam der Heilige Geist auf diese Erde. Das steht in Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Wir hören diese allerwichtigste Stelle über das Kommen des Heiligen Geistes. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen,
zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Hier sehen wir, der Heilige Geist kam und erfüllte die anwesenden Menschen. Also er kam nicht einfach auf diese Erde und war jetzt da, sondern er nahm in Menschen Wohnung. Nun betrachten wir gemeinsam die verschiedenen Wirkungen des Heiligen Geistes im Leben der Menschen, die sich dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen. Zunächst macht der Heilige Geist einem jeden Menschen klar, warum Jesus am Kreuz sterben und auferstehen musste. Eigentlich ist das ein Wunder, dass wir nach 2000 Jahren, nachdem Jesus am Kreuz starb und auferstanden ist, dass wir davon überzeugt sind, dass das Kreuz und die Auferstehung Jesu etwas mit meinem Leben zu tun haben soll. Wie viele Menschen gehen achtlos am Kreuz vorbei. Und der Heilige Geist zeigt mir nun, dass ich ein Sünder bin und dass ich als Sünder von Gott getrennt bin durch meine Sünden. Und dass, wenn ich sterbe, dass ich ewig verloren gehe. Aber jetzt zeigt mir der Heilige Geist, und das ist nun das Besondere, dass Jesus, der in die Welt gekommene Christus, bereit war, meine Sünden, alle Sünden der Menschen, stellvertretend auf sich zu nehmen. Dass Jesus also an meiner Stelle starb, das ist ja unwahrscheinlich. Also Jesus ist vor über 2000 Jahren an meiner Stelle gestorben. Das kann mir nur der Heilige Geist deutlich machen. Und der Heilige Geist zeigt mir, dass Jesus auch auferstanden ist, um mir zu helfen, um mir ein neues, ewiges Leben zu schenken. Also, zunächst einmal macht mir der Heilige Geist klar, dass Jesus an meiner Stelle gestorben ist und dass er mir ein neues Leben schenken will. Und jetzt kommt das Besondere vom Heiligen Geist. Jetzt drängt mich der Heilige Geist, dass ich die Geschenke, die Jesus am Kreuz erkämpft hat, dass ich diese Geschenke annehme. Jesus bietet mir die Sündenvergebung an und jetzt drückt der Heilige Geist an mir und sagt, bitte, nimm jetzt diese Vergebung an. Das ist dann, wenn ich in einer Evangelisation sitze oder wenn ich an einem Glaubensgrundkurs bin, dass ich plötzlich merke, eigentlich sollte ich jetzt diese Vergebung annehmen. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann geht der Heilige Geist noch weiter und sagt, bitte, bekenne jetzt Jesus deine Sünden. Sage sie ihm jetzt. Und vielleicht geht man in die Seelsorge, kommt zu mir und so, oder geht sonst jemandem und bekennt Jesus die Sünden. Warum macht man das? Weil das in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und wenn nun ein Mensch seine Sünden Jesus bringt, zeigt ihm der Heilige Geist, jetzt sind deine Sünden vergeben. Ein Wunder. Ich weiß, mir sind meine Sünden vergeben. Und in dem Augenblick, wo mir der Heilige Geist zeigt, jetzt sind dir die Sünden vergeben, nimmt mich der Heilige Geist, und das ist jetzt das Wunder aller Wunder, ins Sterben Jesu hinein. Und das steht in Römer 6, Vers 2 und 3. Wir hören diese Stelle. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Genau. Wenn wir die Vergebung annehmen, ist es so, dass der Heilige Geist uns ins Sterben Jesu hineinnimmt. Und jetzt geht der Heilige Geist weiter mit mir und sagt, bitte nimm noch Jesus jetzt in dein Leben auf. So wie es in Johannes 1, Vers 12 steht. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und er drängt mich und stößt, bis ich sage, bitte Herr Jesus, komme du jetzt in mein Leben. Und Jesus wird bei mir Wohnung nehmen. Und jetzt zeigt mir der Heilige Geist,
dass ich aufgrund der Tatsache, dass er in mir Wohnung nehmen durfte, nämlich dass Jesus in mir Wohnung nehmen durfte, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Er gibt meinem Geist Zeugnis. Das steht in Römer 8, Vers 16, dass der Geist meinem Geist Zeugnis gibt, dass ich jetzt ein Gotteskind bin. Wir haben sogenannte Heilsgewissheit. Also ich bin gewiss, dass ich ein Gotteskind bin. Also das kann ich euch schon sagen, das bin ich gewiss. Das ist dann klar. Der Heilige Geist gibt meinem Geist dieses Zeugnis. Das macht er, der Heilige Geist. Und in dem Augenblick, wo der Heilige Geist mir dieses Zeugnis gibt, nimmt mich der Heilige Geist in die Auferstehung Jesu Christi hinein. Das wird so beschrieben in Römer 6, Vers 4 und 5. Wir hören diese Stelle. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir haben also gesehen, bei der Bekehrung sterben wir mit Jesus. Bei der Wiedergeburt stehen wir auf mit Jesus. Und dieses Mitsterben, Mitauferstehen, nennt die Bibel eine Taufe. Ich werde also bei der Bekehrung und Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist getauft. Er nimmt mich ins Sterben und in die Auferstehung Jesu mit hinein. Das ist also nicht ein späterer Akt, dass ich geistgetauft werde, sondern die Bekehrung und Wiedergeburt ist der Akt, in dem ich getauft werde mit dem Heiligen Geist. Eigentlich ein Wunder. Und wenn ich nun ein Kind des Allerhöchsten geworden bin, weiß ich drei Dinge. Ich darf ab jetzt Gemeinschaft haben mit dem ewigen Heiligen Gott. Das Zweite, wenn ich ein Kind des Allerhöchsten bin, weiß ich, dass ich jetzt ein Bürgerrecht habe im Himmel. Denn in dem Augenblick, als Jesus in mein Leben kam, wurde ich ein Gotteskind und jetzt wurde mein Name ins Buch des Lebens eingetragen. Und es steht in der Heiligen Schrift, in dem Augenblick, wo Gott meinen Namen ins Buch des Lebens einträgt, ruft er diesen Namen durch den ganzen Himmel hindurch. Irgendwann, als ich ungefähr 10-jährig war, hat der ganze Himmel den Namen Armin Mauerhofer gehört. Hi, das ist schön. Vielleicht klingt er immer noch nach. Also, Gott hat meinen Namen durch den Himmel hindurch gerufen. Und jetzt bin ich ein Himmelsbürger. Wenn ich einmal sterbe, habe ich einen offenen Himmel und man sagt, Armin, herzlich willkommen, du bist Bürger hier. Stellt euch mal vor, wenn ich kein Bürger bin. Ihr wisst ja, wir haben auch so Leute, die bei uns nicht Bürger sind. Das nennt man Asylanten. Vielleicht, dass sie später noch Bürger werden können, aber das ist kompliziert. Beim Himmel, wir haben ein Leben lang Zeit, Bürger zu werden dort. Aber wenn ich mal sterbe, ist für ewig die Sache so, wie sie ist. Und fürchterlich, wenn ich nicht Bürger im Himmel bin. Wenn ich ein Kind des Allerhöchsten geworden bin, bin ich ein Bürger im Himmel. Und noch etwas weiß ich. Der Heilige Geist hat in mir Wohnung genommen und durch den Heiligen Geist Jesus. Und stellt euch vor, was jetzt mein Leib ist. Wir hören diese Bibelstelle, 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr, was mein Leib ist? Ein Tempel des Heiligen Geistes. Also ich bin ein wandernder Tempel, nur dass ihr das wisst. Das heißt, ich bin Gott geweiht. Meine Hände sind Gott geweiht. Ich bin ein heiliger Tempel. Meine Augen sind Gott geweiht. Meine Füße sind Gott geweiht. Ich bin ein wandernder Tempel. Das heißt, alles an mir ist Gott geweiht. Eigentlich ein Wunder. Wenn ich ein Kind Gottes bin, ist nicht nur da in irgendwo seelisch, da so rechts unten, ich weiß nicht genau wo, bin ich gläubig, sondern ich bin bis in den Körper gläubig.
Mein Körper ist auch fromm, nicht nur der Rest. Einige sagen, das ist alles eine geistliche Angelegenheit. Dabei steht hier ganz klar, dass mein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Eine Wohnung Gottes. Eigentlich ein Wunder. Ich sehe da viele Wohnungen Gottes. Das ist wunderschön. Dass alles an uns geheiligt ist durch die Innenwohnung Jesu. Wunderbar. Ich komme zum nächsten Punkt. Der Heilige Geist fügt uns in den Leib Jesu ein. In dem Augenblick, wo wir Jesus aufnehmen und der Heilige Geist in mein Leben kommt, packt mich der Heilige Geist. Er fragt mich gar nicht, er packt mich einfach und fügt mich in den Leib Jesu ein. Jetzt bin ich ein Teil vom Leib Jesu Christi. Ich gehöre zu seinem Leib. Das heißt, ich bin ein Teil der Gemeinde Jesu Christi auf dieser Erde. Wir hören den Text 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Ja. Wir sind eingefügt worden in die Gemeinde durch den Heiligen Geist und haben in der Gemeinde bestimmte Aufgabe wahrzunehmen. Wir sind in den Leib Jesu eingefügt worden. Achtet mal an mir, an meinem Leib, während ich jetzt rede, hat eigentlich alles seine Aufgabe. Die Füße tragen mich, die Augen schauen, der Mund redet und die Hände sortieren Luft. Und so, also alle haben an mir ist, habt alles irgendwo eine Aufgabe. Und genauso ist das, wenn ich eingefügt werde in den Leib Jesu, bin ich nicht passiv Mitglied. Komme ab und zu in eine Predigt, sag ich noch, war noch recht flott, sondern Gott hat mir einen Auftrag gegeben in der Gemeinde. Und damit ich diesen Auftrag erfüllen kann, muss ich mich treu zu einer Gemeinde halten. Und dann wird Gott mir plötzlich zeigen, du, ich möchte dich brauchen für den und den Dienst. Einen anderen, du, ich möchte dich brauchen für den und den Dienst. Ich habe dir einen Auftrag gegeben. Du gehörst jetzt zum Leib Jesu und sei nicht passiv Mitglied. Achtet mal, es wäre furchtbar, wenn an mir passiv Glieder wären. Dann müsste ich wohl im Rollstuhl herkommen. Oder? Wenn passiv Glieder, die sind ja irgendwo gelähmt. Gott will uns brauchen. Eigentlich ein wunderbares Geschenk. Und um uns brauchen zu können, hat er uns Gabenbefähigungen geschenkt. Und am nächsten Vortrag möchte ich über diese Gaben sprechen. Es sind 18 Gaben. Also ihr habt nicht gerade alle, aber doch einige. Also, und ich möchte mal zeigen, wie viele Gaben Gott eigentlich den Gläubigen anvertraut hat, damit sie eine Aufgabe übernehmen können in der Gemeinde Jesu. Das sind nicht weltliche Befähigungen. Wir haben ja schon als irdische Befähigungen bekommen. Einige durften ein Studium machen, durften enormes leisten im Leben, weil sie intellektuelle Befähigungen haben. Wunderbar. Aber Gaben, das ist etwas Zusätzliches, was Gott in mein Leben hineinlegt, damit ich in seiner Gemeinde einen Dienst wahrnehmen kann. Es ist wunderbar, wenn wir uns einsetzen, ein jeder mit seinen Gaben, kann die Gemeinde den evangelistischen Auftrag, den sie hat, in voller Kraft verwirklichen. Und sonst, wenn nicht jeder seine Gaben einsetzt, wird die Gemeinde sich vor allem um sich selber drehen. Wird viele Nöte haben, Schwierigkeiten haben, immer etwas. Aber wenn wir uns einsetzen, kann die Gemeinde ihre Kraft brauchen, um nach außen verlorene Menschen zu retten. Dann haben wir darauf hinzuweisen, dass der Heilige Geist, der in mein Leben kommt, ein Geist des Gebets ist. Das hören wir aus Zacharia 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Der Geist der Gnade und des Gebets. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebets. Wer den Heiligen Geist hat, hat ein Verlangen zu beten. Ich erkenne das immer daran,
dass jemand den Heiligen Geist hat, dass er beten kann. Ich mag mich noch ganz gut erinnern, jemand kam einmal in die Seelsorge, um sich für Jesus zu entscheiden. Dann hat er gehört, dass man beim Bier beten muss am Schluss. Dann hat er zur Sicherheit gesagt, Herr Mauerhofer, aber bitte machen Sie nicht, dass ich beten muss. Ich weiß nicht, wie das geht. Sagen Sie, jetzt machen wir mal vorwärts. Aber ich habe nicht versprochen. Und dann hat er seine Sünden Jesus gebracht, hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Und dann habe ich am Schluss gesagt, könnten Sie Jesus nicht jetzt danken für die Vergebung? Klar, selbstverständlich. Hat die Hände gefaltet. Er konnte beten. Ist doch flott. Also, wer den Heiligen Geist hat, kann beten. Und wenn jemand sagt, ich kann nicht beten, muss ich sagen, dann fehlt dir der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist ist ein Geist des Gebets. Der Heilige Geist, wenn der in mein Leben kommt, dann kann ich beten. Und wenn ich nicht beten kann, dann habe ich den Heiligen Geist nicht. Dann muss ich vielleicht mal in die Seelsorge gehen und mal mit jemandem sprechen. Da stimmt etwas nicht, wenn ich nicht beten kann. Und wenn der Heilige Geist in mein Leben kommt, sehe ich auf einmal durch den Heiligen Geist gewirkt, was das für ein Vorrecht ist, dass ich beten darf. Stellt euch vor, ich, der kleine Armin Mauerhofer, darf mit meinem Schöpfer reden. Und ich darf mit dem reden, der für mich am Kreuz gestorben ist, mit Jesus. Der ist nämlich auferstanden, der ist nämlich zur Rechten Gottes. Und ich darf mit Gott reden, ich, kleiner Mensch. Und dieser Gott ist sogar bereit, auf meine Gebete einzugehen. Er ist sogar bereit, meine Gebete zu erhören. Das habe ich in keiner Weise verdient. Wer bin ich, Mensch, dass ich einen ewigen, heiligen, von Ewigkeit seienden Gott bewegen kann mit Worten, dass er etwas tut? Schon unwahrscheinlich. Dass wir kleine Menschen Gottes Arm bewegen können in der Ewigkeit, dass er etwas bewirkt in der sichtbaren Welt. Und das können wir mit Gebet. Ei, betet noch mehr. Das ist unwahrscheinlich, was wir für eine Kraft haben im Gebet, was uns da geschenkt ist. Und der Heilige Geist ist es, der uns im Gebet begleitet. Er gibt uns die Anliegen aufs Herz. Er zeigt, wie wir formulieren sollen, und er begleitet das Gebet vor den Thron Gottes, der Heilige Geist. Er wirkt in mir das Gebet und zugleich ist er vor dem Thron Gottes. Eigentlich ein Wunder. Der Heilige Geist zeigt mir auch, dass das gemeinsame Gebet etwas ganz Besonderes ist. Wir hören das aus Matthäus 18, Vers 19. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Stellt euch vor, was hier steht. Wenn zwei eins werden, eine Sache vor Gott zu erbitten, wird Gott ihnen das geben. Also etwas größer kann man gar nicht mehr hören. Dass Gott bereit ist, uns hier eine solche Verheißung gegeben hat, und deshalb wollen wir als Ehepaare zusammen beten, als Familien zusammen beten, als Gemeinde zusammen beten, weil wir eine solche Zusage haben auf dem gemeinsamen Gebet. Das nächste, der Heilige Geist schließt uns das Wort Gottes auf. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Heilige Geist dieses Wort eingegeben hat. Er ist der Autor der Bibel, der Heilige Geist. Und jetzt ist dieser Autor der Bibel, wohnt jetzt in mir. Und dieser Heilige Geist, der dieses Buch eingegeben hat, der jetzt in mir wohnt, öffnet mir jetzt das Verständnis für die Bibel. Das hat ja die Reformation eigentlich wunderbar gesagt. Sie hat gesagt, jeder Mensch ist in der Lage, die Bibel zu verstehen. Die katholische Kirche hat ja jahrhundertelang gesagt, kein Mensch, der nicht Priester ist, kann die Bibel in rechter Weise verstehen. Und jetzt kamen die Reformatoren und haben gesagt, doch, die Bibel kann man verstehen. Und jetzt kommt die heutige Theologie, die historisch-kritisch denkt und sagt, der Laie kann die Bibel nicht verstehen. Fragt man einen Pfarrer, der wird euch sagen, dass ihr die Bibel nicht verstehen könnt. Und ich sage, und wir können die Bibel verstehen.
Der Heilige Geist öffnet mir dieses Buch. Er hat dieses Buch eingegeben. Und da steht in Johannes 16, Vers 13, wir hören diese Stelle. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also der Heilige Geist führt mich in die Wahrheit. Und das ist die Wahrheit hier. Der Heilige Geist macht das. Einige werden sagen, ja Armin, für was braucht es dann noch ein Theologiestudium? Ja, fragt man sich manchmal schon. Also ich muss sagen, es braucht ein, nur dann haben wir als Dozenten etwas zu sagen in einem Theologiestudium, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und wenn wir dieses Buch ernst nehmen. Und da gibt es noch viele Sachen, die man dann lernen kann und so weiter. Aber im Verstehen der Bibel gibt es keine Laien, bitte. Und ich könnte mich manchmal, jeder kann die Bibel verstehen. Da bin ich so dankbar, dass das so ist. Und dass man nicht jahrelang studiert haben muss, bis man die Bibel verstehen kann. Man braucht den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird uns in dieses Wort hineinführen. Und interessant ist, wenn ich denke, da hat ja Paulus einen Brief an die Epheser geschrieben. Also es ist furchtbar lang her, also ja, enorm lang her. Und dieser Brief an die Epheser ist durch den Heiligen Geist so eingegeben worden, dass wenn ich heute diesen Brief lese, ich meinen könnte, dass Gott gerade jetzt zu mir spricht. Als würde er jetzt gerade aus dem Himmel mit dem Armin Mauerhofer reden und hat doch einmal an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Das ist ewiges Wort. Wir werden eine ganze Ewigkeit lang uns mit diesem Wort beschäftigen. Und werden genau nach einer Ewigkeit wissen, was wirklich in der Bibel steht. Aber es braucht gerade eine Ewigkeit. Die Bibel ist so ein tiefgründiges Buch, weil Gott selber zu uns spricht. Und wir können das durchaus verstehen. Aber jetzt muss ich noch etwas sagen. Wir können die Bibel leider, weil wir begrenzte Menschen sind, und das ist auch bei mir so, auch wenn ich Theologe bin, wir können die Bibel nur bruchstückhaft verstehen. Wir lesen das, 1. Korinther 13, Vers 12. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Wir können die Bibel nur stückweise erkennen, bruchstückhaft erkennen. Wir können, das, was ich erkenne ist in der Bibel, entspricht dem, was die Bibel meint. Aber ich kann es nicht umfassend alles verstehen. Deshalb müssen wir, damit wir die Bibel in rechter Weise verstehen können, eingebettet sein in eine Gemeinde. Und in den Predigten wird uns das Wort Gottes geöffnet. In den Hauskreisen tauschen wir aus über das Wort Gottes. Und dieses Bruchstückhafte wird ergänzt durch die anderen. Deshalb, ich kann also nicht eine Einsiedelei auftun, in den Wald gehen, die Bibel unter dem Arm und dann stundenlang dort drin lesen. Spruchstückhaft, was ich dort mache. Ich brauche die anderen Gläubigen, die mit mir über die Bibel reden. Ich brauche die Predigt, ich brauche das Bibelseminar. Ich brauche den Ehepartner, der mit mir redet. Ich habe mit Christine schon oft über die Bibel geredet und sie hat mir geholfen, Dinge zu verstehen. Wir brauchen einander. Wir ergänzen uns und nicht jeder kann sagen, ich habe alles verstanden. Stimmt nicht. Wir brauchen einander. Und interessant ist, dieses Wort hat eine enorme Kraft. Das steht in Hebräer 4, Vers 12. Wir hören uns mal diesen Bibelvers an. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das ist unwahrscheinlich. Das Wort Gottes kann in die tiefsten Ebenen meines Seins hineinsprechen. Nämlich dort, wo meine Gedanken entstehen. Wir wissen ja selber oft nicht, wie die entstehen.
Und genau dort hinein, wo die Gedanken entstehen, dort hinein spricht das Wort und sagt mir, was du jetzt denkst, ist falsch. Nicht die Gedanken sind frei, müsst ihr auch nicht meinen. Sondern das Wort Gottes redet bis in mein tiefstes Sein hinein, weil es eine unwahrscheinliche Kraft hat. Aber jetzt ist interessant, dass das Wort Gottes für mich Bedeutung bekommt, hat es die Bibel so geordnet, dass wir es umsetzen sollen, das, was wir verstanden haben. Und das hat Jesus so formuliert in Johannes 7, Vers 17, dass wir den Willen dessen tun sollen, der dieses Wort gegeben hat. Und dann werden wir erkennen, ob es von Gott ist. Erst wenn ich das tue, was die Bibel lehrt, werde ich erkennen, dass es Wort Gottes ist. Einige kommen nicht vorwärts im Verständnis der Bibel, weil ihnen die Bibel bestimmte Dinge sagt und sagt, das darfst du nicht und das sollst du und sie machen es nicht und sie bleiben immer stehen. Erst wenn ich die Bibel tue, komme ich zu einem tieferen Verständnis dessen, was sie sagt. Weiter. Der Heilige Geist wirkt ein geheiligtes Leben. Der Heilige Geist ist nämlich ein ganz besonderer Geist. Das steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Heilige Geist ist also ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Einmal ein Geist der Kraft. Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, gibt er mir die Kraft, das umzusetzen, was in diesem Buch steht. Wisst ihr, wenn wir nicht die Kraft des Heiligen Geistes hätten, das wäre eine totale Überforderung, was da drin steht. Das Zweite, der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe. Er zeigt mir ständig, wie lieb Gott eigentlich mich hat. Und der Heilige Geist führt mich in eine tiefe innere Geborgenheit. Und zugleich zeigt er mir, bitte schenke doch die Liebe, die ich dir ununterbrochen schenke. Gib doch die weiter. Das ist wie ein Brunnen. Also ständig fließt vom Heiligen Geist Liebe in mein Leben. Oh, da fließt Liebe. Ja, ich brauche nur weiterzugeben. Es überfließt einfach. Ich brauche nur weiterzugeben, was ich empfange. Einige sagen manchmal, jetzt sollte ich meinen Ehepartner lieben. Oh, fast wie wenn sie das machen müssen. Dabei strömt durch den Heiligen Geist Liebe in mein Leben und ich brauche es nur weiterzugeben. Und es strömt weiter. Ist der Heilige Geist in mir diese überquellende Kraft? Und weiter ist der Heilige Geist ein Geist der Besonnenheit. Besonnenheit heißt, dass wir in unserem begrenzten Leben die richtigen Schwerpunkte setzen. Ich mag mich noch ganz gut erinnern, ich war junger Pastor in Langenthal und musste sehr viel an Sterbebetten sein. Das war für mich enorm schwer. Also das war vielleicht eine meiner schwersten Zeiten. Und dann habe ich viel Folgendes gehört. Armin, wenn ich noch einmal 10 Jahre hätte, ich würde ganz andere Schwerpunkte setzen, als ich bis jetzt gesetzt habe. Und eine Woche später hielt ich die Beerdigung. Die 10 Jahre kamen nie mehr. Ich frage mich manchmal, würden wir auf dem Sterbebett das auch so formulieren? Wenn ich noch einmal 10 Jahre hätte, ich würde ganz andere Schwerpunkte setzen. Einige haben mir gesagt, ab jetzt käme ich in die Gebetsstunde. Sie kamen nie in die Gebetsstunde. Ab jetzt würde ich jeden Gottesdienst besuchen. Sie haben nur ab und zu den Gottesdienst besucht. Sie konnten es nie mehr ändern. Nie mehr ändern. Wir haben einen Geist der Besonnenheit, dass wir uns fragen, wie wünsche ich einmal auf dem Sterbebett, dass ich gelebt habe. Und nicht, dass ich auf dem Sterbebett Dinge sage, die ja gar nicht mehr geändert werden können. Wir können jetzt ändern. Wir können jetzt neue Prioritäten setzen. Und der Heilige Geist sagt, und das, was entscheidend ist in deinem Leben, ist die Sache Gottes und nicht deine Sache. Deine Sache ist nicht so wichtig.
aber die Sache Gottes ist wichtig. Und weiter ist es so, dass der Heilige Geist in mir hilft, dass ich die Begierden, die zur Sünde hinneigende Art meines Lebens, nicht vollziehe. Das steht in Galater 5, 16 und 17. Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Jawohl. Die Begierden des Fleisches sind immer auf das Irdische ausgerichtet. Es gibt einige, die sind total nur auf den Beruf, Geld verdienen, Haus bauen, einfach alles, was mit Geld zusammenhängt. Das ist ihr Thema. Und andere, das ist das Thema Vergnügen, Sex und so weiter, das ist ihr Thema. Und das Thema des Heiligen Geistes ist etwas total anderes. Und wenn der Heilige Geist mein Leben prägt, bin ich nicht bereit, nach den Begierden, die in mir stecken, zu leben. Die Begierden, die sind da, weil wir irdische Wesen sind, weil wir in dieser Welt verhaftet sind. Aber wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann sind geistliche Wertmaßstäbe, die mein Leben prägen und nicht mehr irdische Wertmaßstäbe. Und welches ist denn das Ziel des Heiligen Geistes? Das Ziel des Heiligen Geistes wird in Epheser 4, 13 so formuliert. Und hören wir mal ganz gut hin, wie das formuliert ist. Ja? Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Noch einmal der Schluss, das muss man gehört haben. Zum vollen Maß der Fülle Christi. Zum vollen Maß der Fülle des Christus sollen wir gelangen. Das ist das Ziel der Heiligung. Dass wir Jesus immer ähnlicher werden, das will Gott in meinem Leben. Und weiter will der Heilige Geist, dass durch mein Leben verlorene Menschen gerettet werden. Und das steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Hören wir mal diese Stelle. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist ist in mir die Kraft, um Zeuge zu sein. Ich bezeuge vor anderen Menschen, was durch den Heiligen Geist an mir geschehen durfte. Ich habe erlebt, wie Gott mir die Sünden vergeben hat. Ich habe erlebt, wie Jesus in mir Wohnung genommen hat. Und das ist mir ein Bedürfnis, diese Veränderung in meinem Leben anderen zu erzählen und nicht eine Pflicht. Zeugnis geben ist nicht eine Pflicht, es ist ein Bedürfnis. Und das, was am meisten verändert wird in meinem Leben, das ist mein Leben selber. Meine Art zu leben. Die anderen, die mich vor dem Gläubigwerden und nach dem Gläubigwerden kennen, werden sagen, du bist ganz anders geworden. Also unser Leben wird ein Zeugnis. Aber jetzt sollen wir noch mündlich nachhaken. Sonst werden wir wandernde Rätsel. Also, dass wir einfach noch nachhaken mündlich und sagen, du, dass ich jetzt so bin, muss ich dir mal erklären. Jesus hat mir die Sünden weggenommen. Und stell dir vor, dieser Jesus hat sogar in mir Wohnung genommen. Aber das kann bei dir auch geschehen. Soll ich dir jetzt mal erklären, wie es geht? Zeugnis heißt, dem anderen helfen, zu Jesus zu kommen. Und wenn ich das Zeugnis gebe, kann der Heilige Geist, während ich das jetzt rede, am anderen arbeiten, sodass er innerlich bewegt wird, dass er offen wird für das Evangelium. Vielleicht habt ihr das auch erlebt, wie ihr andere Menschen zu Jesus führen durftet, weil ihr in ein Zeugnis geben konntet von dem, was Jesus in eurem Leben getan hat. Das sind die Wirkungen des Heiligen Geistes. 7 Wirkungen. Ja, ich hätte noch mehr sagen können, aber einfach das mal das Wichtigste. Und jetzt ist eine Frage, die mich bewegt, abschließend. Wir können dem Wirken des Heiligen Geistes hemmend entgegenstehen. Der Heilige Geist ist nicht eine Dampfwalze, die sagt, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Sondern der Heilige Geist ist eine göttliche Größe, die ein freiwilliger Dienst für Gott von mir erwartet.
Ich habe schon oft gedacht, warum hat Gott in mir Wohnung genommen und mir die Freiwilligkeit gelassen? Warum bin ich freiwillig in der Nachfolge? Gott wird mich, wenn ich nicht so treu Jesus nachfolge, nie mir den Daumen in den Nacken drücken und sagen, du Bösteli. Also, wenn du nicht willst, also, nein, nichts passiert, gar nichts. Es passiert total nichts. Es ist alles freiwillig. Und wenn ich jetzt, eigentlich ist das Normale bei einem Gläubigen, dass er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, ist normal. Dass der Heilige Geist sein Leben prägen kann. Und erfüllt ist ein Gläubiger dann mit dem Heiligen Geist, wenn er ständig in innigster Beziehung mit Jesus lebt. Im Gebet, im Bibellesen ständig diese Beziehung zu Jesus pflegt. Und jetzt sagt Paulus plötzlich merkwürdig im Epheserbrief, den Gläubigen werdet voll Geistes. Jetzt habe ich immer gemeint, jeder Gläubige ist voll Geistes. Das war doch bei der Bekehrung und Wiedergeburt genauso. Ich wurde doch voll Geistes. Warum steht jetzt plötzlich hier, werdet voll Geistes? Wisst ihr, voll Geistes sein ist nicht ein Zustand, den ich einmal erreicht habe und dann kann ich zurücklehnen und jedem sagen, du, ich bin jetzt voll Geistes, ich habe noch das und das dazu erlebt und jetzt habe ich es. Voll Geistes sein ist immer ein Geschenk, das aus einer jetzigen Beziehung zu Jesus wächst. Entscheidend ist, ob ich jetzt gerade eine innige Beziehung zu Jesus habe. Ich kann an einem Tag voll Geistes sein und am nächsten Tag bin ich nicht voll Geistes. Und jetzt wird gesagt, was geschehen kann, dass wir nicht voll Geistes sind. Epheser 4, Vers 30 zeigt einmal eine solche Möglichkeit. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Der Heilige Geist ist in mir, ist eine Person. Und jetzt soll ich diese Person nicht betrüben. Immer dann betrübt ein Gläubiger den Heiligen Geist, wenn er sündigt, wenn er eines der 10 Gebote übertritt. Wenn er zum Beispiel den Ehepartner anlügt, dann betrübt er den Heiligen Geist. Wenn er eine Halbwahrheit weitergibt, betrübt er den Heiligen Geist. Wenn er negativ über andere weitertelefoniert, betrübt er den Heiligen Geist. Und so weiter. Ich will jetzt nicht alle 10 Gebote durchgehen. Und jetzt sündige ich. Und jetzt ist der Heilige Geist betrübt. Und jetzt bleibt mir, jetzt fängt an, der Heilige Geist mir zu sagen, bitte bereinige das. Ich spüre das innerlich ganz genau. Also ich wenigstens spüre das ganz genau. Also ihr habt den gleichen Geist wie ich. Also ich spüre es jedes Mal genau. Ich muss ja noch fertig reden, aber innerlich habe ich gewusst, Armin, das war jetzt nicht richtig. Und dann manchmal sage ich, ja, aber ich muss das, ja, so ist schlimm, war es ja auch wieder nicht. Also ihr wisst ja, wie das geht. Aber der Heilige Geist, der lässt nicht locker. Armin lässt nicht locker. Bis ich vor Gott komme und sage, Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Bitte vergib mir jetzt diese Sünde. Und dann bin ich wieder voll Geistes. Der Heilige Geist zeigt mir ganz genau, das musst du jetzt bereinigen. Es gibt noch eine weitere Bibelstelle, 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Den Geist dämpft nicht. Dämpfen heißt unterdrücken. Betrüben, das ist wie ein Gegenüber, das ist eine Person, die steht neben mir. Und ich betrübe den Heiligen Geist und ich spüre das. Und das tut mir weh und das tut mir leid. Unterdrücken heißt, die Person ist neben mir und sie sagt mir etwas und ich sage, schweig. Das heißt unterdrücken, dämpfen, unterdrücken. Das ist so. Ich habe eine Sünde im Leben. Ich weiß ganz genau, die sollte ich nicht mehr begehen. Das weiß ich total genau. Das kann Alkohol sein, Pornofilme, irgendetwas. Ihr wisst ja, was es ist. Das weiß jeder Gläubige, was es ist. Und dann sage ich dem Heiligen, wenn der Heilige Geist sagt, was machst du wieder? Sage ich, jetzt schweig doch mal. Ich muss auch irgendwo im Leben noch ein bisschen Freude haben. Und jetzt
unterdrücken wir das, was der Heilige Geist sagt. Und viele Gläubige sind dran, das zu unterdrücken, was der Heilige Geist sagt. Die wissen das ganz genau. Immer wenn sie das machen, wissen sie ganz genau, das sollte ich jetzt nicht machen. Aber wir unterdrücken den Heiligen Geist. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist Gott. Und wir Menschen sind kleine Wesen und wir wagen, die Gottheit in uns zu unterdrücken. Wer wagt das schon? Eigentlich könnte Gott uns unterdrücken, aber er macht es nicht. Aber wir wagen, Gott zu unterdrücken. Und dann, wenn man mit den Leuten, die in der Seelsorge spricht, sagen, ja, meine Eltern sind schuld. Wenn die mich besser erzogen hätten, ich hätte das nicht gemacht und würde es heute nicht machen. Sind immer die anderen schuld, oder? Oder der Ehepartner ist schuld, oder die Kinder sind schuld, oder ich weiß auch nicht, wer alles schuld ist. Statt zu sagen, ich sündige. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Jetzt höre ich mal auf, den Heiligen Geist zu unterdrücken. Und es sind viele Gläubige, sind nicht voll Geistes. Und es tut mir manchmal furchtbar weh, das feststellen zu müssen. Dass ich merke, die sind nicht voll Geistes. Die haben kein Sehnen zum Gebet. Kein Sehnen zum Bibellesen. Die machen alles nur aus Routine, weil es muss. Aber wo ist das Sehnen? Weil sie den Heiligen Geist unterdrücken. Eigentlich müssten wir heute Abend mal Buße tun und sagen, Herr Jesus, ab heute will ich den Heiligen Geist, der in mir ist, nicht mehr unterdrücken. Ab heute will ich aufhören mit jeder Sucht in meinem Leben. Mit jeder Sucht. Mag das sein, was es will. Dass ich nicht mehr fortlaufend der Sünde diene, sondern dass ich dir diene, Herr Jesus. Und jetzt kommt vielleicht das Schärfste. Das ist Apostelgeschichte 7, 51. Ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Das ist dann das Schlimmste, wenn ich dem Heiligen Geist widerstrebe. Der Heilige Geist sagt mir etwas und ich sage, bitte hör auf mit dem. Von dem will ich nichts mehr wissen. Der Heilige Geist hat mir vielleicht einige Zeit ganz lieb und kostbar gezeigt, du, ich möchte dich brauchen in der Gemeinde. Könntest du nicht das und das und das machen? Und einige Zeit haben wir zugehört und plötzlich haben wir gesagt, nein, mache ich nicht, geht mich nichts an und so. Und jedes Mal, wenn der Heilige Geist wieder versucht, in dieser Hinsicht etwas in meinem Leben hineinzufügen, sage ich, nein, kommt nicht in Frage. Bitte widerstreben. Wenn wir das machen, sind wir nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich habe eine Sehnsucht, einen Wunsch, dass wir Gläubige wieder erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn alle Gläubige erfüllt wären mit dem Heiligen Geist, das wäre die größte Erweckung, die wir je erleben würden. Wenn wir aufhören würden, den Heiligen Geist zu betrüben, oder wenn wir ihn betrübt haben, uns entschuldigen bei ihm. Wenn wir aufhören würden, ihn zu unterdrücken und ihm sogar zu widerstehen. Der Heilige Geist hat uns doch nichts zuleide getan. Warum müssen wir ihn unterdrücken? Warum müssen wir ihm widerstreben? Ich kann das nicht verstehen. Der Heilige Geist ist ja Gott. Und er möchte nur das Beste für uns. Aber ich muss euch sagen, die Sünde ist eine unerhörte Macht. Und der Teufel will immer wieder, dass wir dem Wirken des Heiligen Geistes uns entgegenstellen, damit wir ja nicht ein Segen werden auf dieser Erde. Sobald der Heilige Geist uns erfüllen kann, werden wir ein Segenskanal Gottes auf dieser Erde für andere Menschen. Und das möchte eigentlich Gott. Er möchte uns erfüllen mit dem Heiligen Geist. Zusammenfassend haben wir Folgendes gesehen. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Trinität. Er ist Gott und zugleich eine Person, die als Person etwas bewegen will in unserem Leben. Und der Heilige Geist hat bestimmte Wirkungen in unserem Leben. Ich möchte sie noch einmal aufzählen. Er zeigt uns, dass wir Sünde sind, und dass das Erlösungswerk Jesu uns gilt.
Er hilft uns bei der Annahme des Erlösungswerkes und wir erleben eine Bekehrung, Wiedergeburt, verbunden mit einer Geistestaufe. Und er ist es, der nachher das Verlangen in uns weckt, dass wir die Bibel gerne lesen, weil er uns das Wort Gottes aufschließt. Und erwartet von uns, dass wir das, was die Bibel lehrt, auch umsetzen. Er ist ein Geist des Gebets. Ich möchte hier noch einflechten. Wir haben nirgends in der Heiligen Schrift eine Aussage, dass wir zum Heiligen Geist beten sollten. Es ist falsch, zum Heiligen Geist zu beten. Es ist falsch. Ich habe ich habe die Bibel wirklich durchgeackert. Wir haben kein Gebet zum Heiligen Geist. Wir haben nur Gebete zu Gott Vater und Gott Sohn. Und der Heilige Geist hilft mir beim Beten. Und der Heilige Geist ist es, der mich in die Gemeinde einfügt und erwartet, dass ich hier mittrage und mithelfe. Und er will mein Leben heiligen und mich umgestalten ins Bild Jesu. Das ist eigentlich das Ziel des Heiligen Geistes, dass ich Jesus immer ähnlicher werde. Und wir wollen dem Heiligen Geist nicht hemmend im Wege stehen, sondern er soll unser Leben erfüllen dürfen. Eigentlich ist doch das der Wunsch von euch allen, oder? Bitte betrübt nicht den Heiligen Geist. Unterdrückt ihn nicht. Widerstrebt ihm nicht. Damit ihr ein Segenskanal Gottes seid. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Heiligen Geist, den du in diese Welt gesandt hast. Und ich danke dir für diese gewaltigen Wirkungen deines Geistes in unserem Leben, dass wir uns aufgrund dieser Wirkungen bekehren und eine Wiedergeburt erleben durften, dass du uns eingefügt hast durch deinen Geist in deine Gemeinde und dass du uns dein Wort aufschließt durch deinen Geist, dass es keine Laien gibt, dass wir die Bibel nicht verstehen könnten. Aber lehre uns auch zu tun, was wir verstanden haben. Und du bist ein Geist des Gebets. Bitte schenk doch, dass wir dem Heiligen Geist mehr Raum geben, mehr Beter werden. Und ich danke dir, dass der Heilige Geist unser Leben heiligen will. Dass wir immer mehr umgestaltet werden in dein Bild, Herr Jesus. Und vor allem schenk doch, dass wir aufhören, den Heiligen Geist zu dämpfen, zu unterdrücken, zu betrüben, ihm zu widerstehen. Lehre uns, voll Geistes zu sein. Ich bitte dich, Herr Jesus, ich flehe dich an. Amen.